Welcome. So, wir gehen mal die Fässer wieder. Kapitel 2, Vers 4. Viermal, wie wir in 2, Vers 1 und 3, in Vers 11 und 12. Und da wird eine ziemlich negative Nachricht. Also, da wird einfach, wo die Bibel uns beschreibt, wo die Bibel uns so deutlich merkt, wo schrecklich hoffnungslos wir sind in dieser Welt ohne Jesus. Und von der war wir. Von der Augen war das sehr positive Denke. Wir haben falsch feier wiedergehen. So, und jetzt war ein sehr wichtiges Wort. Ich habe das auch mal gesagt, weil das war so in der Städten Ober. So, falsch 1, 2 und 3 reden von unseren jässlichen deutschen Zustand, wo wir von Gott getrennt werden und von dieser weise Gästeherrschaft in dieser Welt kontrolliert werden, weil wir keinen Zugang haben zu Gott. Wir würden sogar unser Gott sein in euer Sicht tun. Und dann sage ich fast feier, Ober Gott. Na, wenn du sagst, Ober Gott ist so reich und Gnade und er ist uns so gut und seine Leben, wo meint das dann? Wir haben ein kleines Zeit nehmen für dort. Du meinst so viel, du hast was passiert, und das, was du vorher wirst, das ist mein Zustand von vorher, das ist mir einmal, das mir einmal über die Zeit gebracht. Oder das mir einmal nicht gemerkt, weil Christus kommt, weil Jesus kommt und der starb für uns. Und sagt er, aber Gott ist so reich und Gnade und er ist uns so gut und seine Leben, so all das, was wir von vielmal von reden, uns Zustand und so wieder, dort ist nun, durch Christus, durch das, was Gott für uns, was Jesus für uns getan hat, ist über sie gebracht. Das ist der Eingemerkt. Und hier sagt er, er ist so reich und Gnade. Und er ist uns so gut in seine Leib, dass er uns mit Christus taub war zum Leben gebracht. Wenn wir auch dort in unsere Sünden wären. Durch Gnade, wo wir sollen. So, mir ist es sehr wertvoll, wenn er sagt, dort, er braucht uns, war er zum Leben, und weil uns durch den Lohn, weil Jesus starb, und weil er abstand zum Leben, und hier sagt er, er braucht uns zum Leben, und Römer saß, er redet so klar von, wenn Jesus starb und abstand, dann kommen wir auch mit zum Leben. So, dann, wenn Jesus abstand, dann wird die Möglichkeit durch, oder dann können wir auch wohl mit einem Abstand zum Leben. So, und das ist mir sehr wertvoll. Wie wir jetzt tot an unseren Sünden. Wir hatten keine Chance. Aber der ist tot. Dort Jesus kam, er starb, er stand ab, gibt es diese Chance, gibt es diese Möglichkeit, dort er kann zum Leben kommen. Jesus darf für mich. Gott selbst, schau ihm an meine Städte, an meine Städte nennen, was ich verdient habe, was ich soll tun. Dort tue ich, heute durch den Preis, heute tue dort für mich, dort ich dort kann aus dem Geschenk ohne. Willst du das Genot? Genot ist ein Geschenk, dort ist das Wort, was du nicht verdient hast, wo du nicht kannst verdauen. Und dort ist weit mehr aus, was wir uns irgendwann überhaupt mal feststellen oder denken oder. Eins, was kennen, sind dort so viel geraten, als was wir uns irgendwie denken können, wie wir jässlich gestorben am Garten Eden, den jässlichen Tod von Adam, den haben wir rein alle mitgekriegt, aber nun, durch Christus, habe ich die Möglichkeit, alle wahre lebendig zu werden an Jesus, durch sein Blut, durch sein Abstand. Und wenn wir dann der Geschenk von Genur, dort so. So bitte gewöhnlich groß und wertvoll, weil es wie König. So, wenn du diesen Mensage vielleicht das erste Mal checkst, dann wollte ich die Tauroden gehen nur den Ferien, ein Eier aus diesen. Und du checkst, wie uns die negative sieht und unseren deutschen Zustand checkst, wie uns du an. Und geh und check die dort an, weil es wird, wenn es wie sein, ich nur die Rat. Jesus deutet und wir nehmen es an. Und wie aus Plotitsch gesagt, ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Zum Beispiel, wenn ich irgendwem ein Geschenk geben will, dann fängt das Boot an, aber dann hängt gerubbelt und dann fippt die Pfote. Wo willst du dafür haben? Na, ich gebe dir ein Geschenk. Das ist
Ich gebe die dir, weil du nicht viel haben. Wenn ich sage, du willst was viel haben, dann will ich dir das Futz angeboten haben, ich will dir das verkaufen. No, aber ich gebe dir ein Geschenk, so dann nimm das und sag Dankeschön und gute Futz. Und das wird uns für uns ziemlich schwer fällt. Dort, mir will jemand, wer was geben, dann fangen wir an zu schweigen und hängen zu rübeln und rum zu kicken und wer uns messen, hier abzukicken. Und wo sollte bloß tun, um das anzunehmen? Na, wenn wir ein kleines Geschenk von einem Mensch mäßig mal annehmen können, wo war wir das Grote, was Jesus für uns getan hat, was bloß mal so bittergewöhnlich groß ist, stell dich mal vor, dort annehmen. Und dort tun wir. Und dort ist leicht. Wir machen uns bloß mal Handsachen und einfach mal Jesus Dankeschön sagen, für das, was du getan hast, ich nehme es an, ich glaube das und Punkt, fertig. Aber manchmal habe ich schrecklich große Schwierigkeiten damit, wenn sie wollen irgendwas tun. Ich will irgendwie aufarbeiten. Ich will irgendwie, was du jeden sagen oder du jeden tun. Und das schaffst du. Das kostet gut. Hast du nicht unterbeuten. Wo hast du, was jeden sagen, jeden Gott? Hast du nicht unterbeuten. So. Und du bloß mal annehmen, Dankeschön, Jesus, dass du mich durch die Not soll ich war. Das ist das, was du getan hast. Das ist den Preis, was du für mich getan hast. Und der Preis, der wir sehr hoch. Wenn es Gott selbst mir sterben dafür. So. So, und wenn wir davon reden, dass wir sind in die Not geraten, und wenn wir wurden im Alten Testament kommen, wir haben im Alten Testament haben wir immer wahre das Bild, oder wir haben das große Geschenk davon, oder das Bild davon, dass du wirst nochmal wer kommen, wer du wirst der Welt raten. Du wirst das Messias kommen, wirst du ein Priester tun. Und besonders wenn wir an die Tempelwirtschaft, die ganze Abfahrwirtschaft denken, so die Menschen, die brauchen Abfahr, um Sünden zu bedanken und waren, man sollte sagen, vor ein Jahr ihre Leistung zu bringen. So, du willst auch das große Bild von, dass du mal nach einer kommst, wie du was eng mit dem Trend alles, was hier ist und was hier angeht. So, dass nicht mehr das verdient ist, sondern dass das genug ist und dass das ein freies Geschenk von Gott ist. So, und wenn wir von genug reden, so, und wir nehmen das Geschenk von Radung, nehmen wir am Glauben an, das genug, und wir machen das verstehen, wir leben von du wieder auch in genug. Jeder Tag, immer, lebe wie ein Genot. Du hast auch ein Ding, wo wir für eine Karte kommen, oder wo wir uns weiter verfolgen. Okay, nun habe ich das auch genommen für mich, oder ich sehe ein Genot gerade, ich habe das auch genommen, oder ich sehe ein Kind Gottes. Aber dann wieder, dann nicht mehr Schmack sein. Nicht mehr Bibel lesen. Nicht mehr beten. Nicht mehr Zeug fahren. Nicht mehr Bibelstunden fahren. Dann sind wir drei im Gesetz in die Rutsch. Ich mag nichts auf dieser Welt. Ich kann viele Sachen tun, aber machen mag ich nichts. Weil Gott hat uns so gemerkt, dass wir einen freien Willen haben und Gott respektiert unseren freien Willen Renner respektiert den. Weil er hat uns so gemerkt und er kann nicht jeden dort gehen, wo er uns gemerkt hat. So, den respektiert er, weil ich einfach. Da ich meine Gesetzlichkeit anwähle, war auch Luther gehorsam sein und meine Opfer und meine Sachen bringen, dann spiele ich war ein Gesetz. Dann spiele ich war mit Moses sein Gesetz hier ohne Genot. Das ist ein anderes Thema, wo wir nochmal so darüber reden, aber wir haben fern dort so vermischt. Ja, ich sehe Genot gerät, aber hier tue ich dort. Und ich habe Romaya mal gesagt, dort ist Luther und Isa mischen. Geht nicht. Kannst du die Kümmel mischen, du wirst Kümmel. Du wirst die Kümmel mischen, weil es wird nicht, wenn es, du kann ich. Und so ist das, wenn wir Genot in die Gesetzwahl mischen, das mischen nicht. Und das ist ein Thema, wo wir als Christen, oder so ein großer Teil, wir als Christen, haben du mit den Kämpfen und mit den Schaffen, dass wir haben ein Evangelium, oder wir haben eine Lehre, wo die gemischt ist, von Genot in die Gesetz, so ist, wo dann ist. Wir haben dann ein bisschen Finger gebrochen, sodass wenn ja groß ist, dass ein bisschen leichter zu schalten geht. Aber danach, da bleibt Isa und da bleibt Wutter. So, und das ist sehr wichtig. Dort, ich sehe die Not gerät, die Not war ich säulich, und die Not, und für die Not, und durch die Not, lebe ich wieder.
Wales, zum Beispiel. Dios Christ, wenn du singen willst von dir, und ich würde dich so oben fragen, wo warst du mal tun, dann würde ich gleich sagen, ich war bekannt. Oder ich war vorhin, eins zu treffen mehr. Oder ich war, wo immer, wo ich tun. Na dann, wo das? Besser in die Satz nennen, die Crew. Wenn es Wort, wenn es dann sagst, du war, ich war, wo tun. Und dort wird ihm, und ja, Moses in die Satz einmal da, ich muss wo tun. Und hier hat Jesus einmal getan, dadurch, dass sie in dir das Blut, weil man in 1. Johannes kommt, 1. Johannes 2,2, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2, Christus hat mit seinen Tod unsere Sünden betont und nicht nur unsere, auch von allen Menschen auf der Welt. So, wir können auch viele Versen lesen, der hat nicht nur bloß die Gegenwürdige, sondern auch die wurde im Alten Testament von Adam, bat Jesus, auf diese Sünden rein oder betont. Und nach all dem, was noch jemals geboren worden war, oder was noch mal kommen war. So, und da habe ich die. All die, was du für die Bekehrung getan hast, was du alles noch mal tun warst. Und eben da, wo du kommst und denkst und bekannt. Wenn du dich durchgehst, dass du alle was bekannt, dann versorgst du dich sowieso. Wenn du dann so viele Dinge, was du gut weißt, was du getan hast. Also hast du lang für je und so wieder. So, dort, wir leben in die Not. Jeder Tag, wenn wir einen Fehler machen, ich lebe der noch in die Not. Und dort ist bei uns manchmal schwer, wenn wir vergeben uns selbst so schrecklich schwer. Und wir haben uns immer wahrer selbst für, no, du hast einen Fehler gemerkt und nun haben wir ein Schwert gewesen. Und dann drehen wir uns mit dieser Schuldgefäule rum. Und dann verdammen wir uns selbst. Und Gott hat nicht mehr zu tun mit uns. Das sind unsere Schuldgefallen, das sind unsere selbst, uns Sündenbewusstsein, was wir haben. Und dort verdammt uns, wir unsere schrecklich sein. Aber wie Gott sie nicht sieht, hast du überhaupt nicht so weit von dort. Wenn Gott sagt, ich war in ihre Sünden, in eure Reichtigkeit, wo ich nicht mehr gedenken. Meint er, das wird ich damals bei die, wo ich bei der Bekehrung, wo ich bei dann getan habe, oder wohnen wir in dort. Rein alle, jeder Mensch sinne, jeder Sinn, was du nochmal getan hast, oder nochmal getan hast, Gott hält dir gleich für den Nesen, hier kommt und hier hast du. No. Weißt du was? Wenn Jesus betont hat, für dich, dort für mich und für deine Gelegenheit geöffnet, dort wie wir können, mit Gott aufgebracht sind, ein Leben haben. Und wenn wir denken, was wir getan haben, können wir mit einem versäumt sein. Und wir können, hey, weißt du was? Wir sind nicht genug, wo wir sollen. Nicht genug. Gut. Dankeschön für das Besuch.